Ans Pult. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, jetzt nur noch im Livestream, Zuschauerinnen auch. Lieber Herr Preuß, lieber Herr Ellerbrock, Strukturen zu überprüfen, finden wir auch gut. Man kann auch schauen, ob es dann wirklich doppelte Strukturen gibt, die doppelt Geld kosten. Das ist in vielen Dingen und bei vielen Strukturen total sinnvoll. Wenn allerdings in so einer Anhörung dann diejenigen, die in diesen Strukturen arbeiten, sagen, und das wird auch von Arbeitgeberseite an der Stelle bestätigt, diese Dualität, diese Doppelung der Strukturen, die gibt es an der Stelle so nicht, weil wir haben uns das schon aufgeteilt, zum Beispiel nach Postleitzahlenbezirken, dann wird das irgendwann schwer, das zu verargumentieren, um zu sagen, wir müssen das abschaffen, dass es da eine Doppelstruktur gibt, weil eine gelebte Doppelstruktur gibt es da einfach ja nicht. Das macht also an der Stelle keinen Sinn. Das jetzt noch mehr zu evaluieren, würde meiner Meinung nach viel Geld kosten und das gleiche Ergebnis zur Folge haben. Von daher lassen Sie uns das bleiben lassen, lassen Sie uns gucken, wie wir den Arbeitsschutz wirklich effizient und noch besser gestalten für die Menschen, die auch darauf angewiesen sind. Und gestatten Sie mir die persönliche Einlassung. Mein Wahlkreis ist Dortmund, ich komme aus Dortmund. Und das, was da mit Envio passiert ist, das ist einfach bitter. Und sowas darf uns im Arbeitsschutz nie wieder passieren. Und von daher denke ich, haben wir ganz stark die Verpflichtung, darauf zu achten, dass wir den Arbeitsschutz effizient und durchsetzungsstark ausstatten. Lassen Sie uns da also schauen, dass wir auch nah bei den Unternehmen bleiben. Und da sehe ich das eher als Landesaufgabe, so wie Sie das auch sagten. In den Bezirksregierungen ist das gut verankert. Lassen Sie uns das da stärken. Und lassen Sie uns das Ganze so evaluieren, dass wir schauen, dass wir das in den Bereichen noch stärken. Eine Übertragung an die Unfallkassenträger stehen wir eher skeptisch gegenüber. Ich befürchte wirklich, dass es viel mehr Sinn macht, das in den Bezirksregierungen noch weiter zu stärken. Wenn wir da eine Evaluierung hinkriegen würden oder uns da verständigen könnten, dass wir in die Richtung arbeiten möchten, sind wir auf jeden Fall dabei. Überhaupt kein Ding. Der Antrag jetzt, das hat die Anhörung gezeigt, geht nicht in die Richtung. Und diese Doppelstrukturen, die da genannt sind, die existieren halt anscheinend einfach gar nicht. Selbst die Arbeitgeber haben davon nicht gesprochen. Kollege Bischoff hat das ja eben noch mal sehr deutlich gesagt. Von daher empfehle ich meiner Fraktion, die Intention dieses Antrags anzuerkennen, sich hier zu enthalten. Gleichwohl fände ich es hervorragend, wenn wir uns noch mal zusammensetzen könnten und das dann wirklich noch mal neu konzeptionieren und neu gestalten, meinetwegen auch einen neuen Antrag dazu erstellen, wo wir nicht im Auge haben oder im Hintergrund haben, dass wir hauptsächlich an den Verwaltungsstrukturen Geld sparen möchten, sondern dass wir den Arbeitsschutz stärken möchten, weil da liegt wirklich noch viel Arbeit vor uns. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie viele oder wie wenige Menschen da in der Bezirksregierung eigentlich für zuständig sind für den ganzen Bezirk, da müssen wir eigentlich mehr tun, viel mehr. Gibt unsere Haushaltslage gerade nicht her, aber lassen Sie uns schauen, dass wir da was auf die Beine stellen. Das wäre erheblich sinnvoller. Dieser Antrag wird leider nicht dazu beitragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Und nun spricht für die Landesregierung.